Um 300 Zigaretten zu rauchen, müssen wir ein Gerät vorbereiten, das sie rauchen wird. Sein Herz wird dieser kleine Kompressor sein, der mit einem Elektromotor angetrieben wird. Wir müssen alles gut befestigen, denn von ihm steht ein richtiger Härtetest. Statt unsere Lunge zu vergewaltigen, haben wir so einen Kolben vorbereitet und alles mit einem dünnen Schlauch verbunden. Als Füllstoff nahmen wir gewöhnliche Watte. Und all diese Zigaretten müssen wir durchlassen. Also, wie funktioniert das? Man steckt die Zigarette in die Röhre, der Kompressor saugt die Luft, die zusammen mit der Rauch durch die Watte dringt und von der anderen Seite rauskommt. Also, wir schalten die Stromversorgung ein, starten Kompressor und zünden die erste Zigarette an. Du wirst es nicht glauben, aber nur nach einer Zigarette sieht man schon leichte Vergilbung auf der Watte. Dritte Zigarette. Und es ist deutlich zu sehen, dass das Rauchen nicht gesund ist. Genau das passiert mit den Lungen nach 10 Zigaretten. Viele von euch rauchen diese Menge nur an einem Tag. Die Verbrennungsprodukte und das Harz sind bereits an den Wänden des Kolbens und auf der Watte kondensiert. Also, nach einem Tag Rauchen bleibt die letzte Zigarette. Es ist tragisch, dass ein menschlicher Körper jeden Tag mit diesem Schmutz kämpfen muss. Und wie blöd ist die Einstellung eines rauchenden Menschen zu seiner Gesundheit? Glaubt er wirklich, dass es all dies ohne Folgen bleiben wird? Wenn dir eine Zigarette angeboten wird, und deutet, dass es cool ist, erinnere dich an dieses Video. Eigene Lungen als Klärgrube für schwarzen Schleim benutzen, ist gar nicht so cool.